Ich freue mich riesig, dass wir uns hier heute wieder sehen. Das letzte Mal bei der letzten großen Demo war es ja richtig heiß. Und heute, trotz schlechtem Wetter, haben sich doch eigentlich gefunden, ich würde mal sagen, dass nicht ganz so viele sind. Lasst uns mal ein bisschen zusammenkommen, uns gegenseitig wärmen, weil es wird ja doch echt kühl und zugehen. Lauter? Gerne. Wir sind ja auch hier aus einem ganz bestimmten Grund, um laut zu sein. Und ich hoffe auch, ihr alle werdet genauso kommen zur Freiheit statt Angst-Demo, die, glaube ich, das allerwichtigste Event sein wird, was noch vor der Bundestagswahl stattfindet, wenn es um unsere Privatsphäre geht, um die Angst vor Überwachung. Wir sind momentan an einem Tiefpunkt der westlichen Demokratie angelangt. Abgeordnete, die nur den persönlichen Profit und der Versorgung ihrer Familienangehörigen frönen. Eine soziale Spreizung der Gesellschaft, die nur noch Neid und Missgunst produziert. Banken, die wichtiger sind als Menschen. Konzerne wie dieser Konzern hinter uns, die Gesetze schreiben und sich hinter weltweiten Handelsabkommen verstecken, um jegliche demokratische Kontrolle auszuschalten. Regierungen, die von der freien Welt sprechen, aber Angst vor zu viel Macht und Teilhabe, Partizipation der Bürger haben. Dienste, Geheimdienste, die sämtliche Gedanken und Kommunikation belauschen, rekonstruieren, um das individuelle Gefahrenpotenzial für das System zu berechnen. Gerichte, die Menschen mit Zivilcourage für das Aufdecken von Verbrechen an der Menschlichkeit mit drakonischen Strafen bestrafen, um alle anderen abzustechen. Behörden, die sich an der anonymen und klinisch sauren Liquidierung von Menschen per Knopfdruck beteiligen, wenn sie den Henkern die Koordinaten liefern. Staatsoberhäupter, die Presse gefügig machen, Beweismittel vernichten lassen und die Pressefreiheit mit Füßen treten. Minister, die uns belügen und behaupten, die Rechte würden im Internet von Deutschland schon eingehalten. Überwachung am Arbeitsplatz und digitale Doppelgänger, die statt Frieden die Angst im Privaten schüren und uns langsam gefügig machen. Woran erinnert mich das? Kennt ihr Franz Kafka? In seinem berühmtesten Roman Der Prozess beschreibt er, wie ein Mensch in einen Generalverdacht gerät und in ein Netz der Überwachung eingesponnen wird, aus dem es kein Entrinnen gibt. Der Roman ist über 100 Jahre alt. Es gab damals noch keine elektronischen Abhörmöglichkeiten, geschweige denn die Idee einer flächendeckenden Aussperrung. Die Hilflosigkeit hingegen, die ein Menschen in die Ecke drängt, wenn seine Privatsphäre zum offenen Raum vor Vermutung und Anklagen wird, die ist heute greifbarer denn je. Fast 3 Monate ist es her, als Edward Snowden der Weltgemeinschaft die Augen öffnete. Fast 3 Monate lang werden die Erkenntnisse Tag für Tag erdrückender. Wir wissen jetzt, wir sind längst in ein Netz der totalen Überwachung eingesponnen. Menschen wie Bradley Manning und Edward Snowden sind die Hauptdarsteller aus Kafkas Prozess in der heutigen Welt. Werden wir sie als Menschen mit außerordentlicher Zivilcourage feiern, ihnen Preise als Whistleblower des Jahres verleihen und einen umfangreichen, umfassenden Whistleblower-Schutz fordern, sehen die Mächtigen in diesen Bürgerrechtlern Staatsfeinde. Was bedeutet für die USA der Rechtsstaat, wenn die Kritik aus den Reihen der Bürger so unterdrückt wird? Wird Snowden jemals wieder ein freier Bürger sein können? Wird er jemals Anerkennung finden von jenem Staat, dem sein Aufbegehren als Bürger gilt? Doch das ist so ungewiss wie der Verbleib der Bürgerrechte an sich. Während der Staat und sein Gemeinwesen zunehmend durch die Wirtschaft verdrängt werden, wachsen stattdessen über die Blumen staatliche Überwachungsinfrastrukturen. Diese werden zu großen Teilen durch private Security-Firmen betrieben und Zugangsprovider unterstützt. Unsere Freiheit und individuelle Privatsphäre ist für Geheimdienste nur ein Klick entfernt. Ein Klick ist der Generalschlüssel zu unseren Gedanken.
Noch schlimmer, ein Clip, der alle über uns gespeicherten Informationen zu einem monströsen digitalen Doppelgänger kombinieren kann, der Aufschlüsse über uns zulässt, die wir in unseren absurdesten Albträumen nicht träumen würden. Doch das ist alles nichts. Wie die neuesten Leaks von Edward Snowden ergeben, ist das Schattennetz des Geheimdienstes nicht nur an jedem Netzknoten am Lauschen. Es hat selbst die Privatwirtschaft in Haft genommen. Es nimmt private Konzerne in die Pflicht und zahlt für die Optimierung des Datenaustausches. Die Netze und Dienste unseres Vertrauens, in denen wir Gedanken mit unseren engsten Freunden teilen, die man an direkten Draht in unser Persönlichstes. Die Bandbreite der Überwachung betrifft jede Form von elektronischer Kommunikation, von E-Mail über SMS und Telefonie. Die Zahl der Voice-over-IP-Telefonie steigt täglich. Telefonate lassen sich so bereits am WLAN-Router abgreifen und per Spracherkennung in Textdokumente übersetzen, in denen nach Suchbegriffen gescannt wird, die wiederum kombiniert werden. Alles, vom Rechner, den enthaltenen Programm, bis zum eigenen Handy, ist Teil dieser Ausstellung. Ob Werkzeuge, Infrastruktur oder Ideologie, Überwachung wird heute vom Markt geprägt. Dem Boom der Sicherheitsindustrie und der Big Data Analysten. Bestes Beispiel, was jeder kennt, die neue Facebook-Suche, Graphic Search, ermöglicht Rasterfahndungen im großen Stil und lässt so ganz einfach mal in kleiner Ahnung, wozu Geheimdienste fähig sind. In der Europäischen Union werden riesige Fördergelder für die Entwicklung von Index ausgegeben. Ein System, das im XP-Score Daten zusammenfasst und anlasslos Menschen überwacht. Diese Sicherheitstechnologie Made in Europe wird erfolgreich in Terror- und Schurkenstaaten verkauft. Aber diese Forschung ist auch Teil dessen, was heute der englische Geheimdienst und die NSA nutzen, um die Kommunikation der Europäer lückenlos auszuwerten und zu dokumentieren. Wer ein Ende der Überwachung fordert, muss auch Überwachungstechnologie als das ächten, was es ist. Eine Waffe gegen die Zivilgesellschaft, die genauso verboten werden muss, wie Kriegswaffenexporte. Ständig in vermeintlicher Sicherheit. Sie setzt darauf, indem sie die Debatte um den NSA-Skandal demonstrativ beendet. Sie wiegelt ab, wer nichts zu verbergen hätte, braucht auch keine Angst zu haben. Sie spricht damit subtil die Warnung aus. Seid gleichgeschaltete Bürger mit inhaltsgleichen Festplatten und aussagenloser Kommunikation. Alles andere kann gegen euch verwendet werden. Wenn sie behauptet, Überwachung im Netz würde an den Staatsgrenzen stoppen. Sie demonstriert die eigene Unwissenheit, wenn sie bis heute in Behörden auf Systeme und Software setzt, die erwiesenermaßen nicht abhörsicher sind. Standard Merkel die eigene Biografie vergessen oder noch schlimmer. Sie findet den Überwachungsterror ihrer Vergangenheit nichts Schlimmes mehr. Resignation vor dem eigenen Amt ist noch das mildeste Urteil. So hat sie still und leise ihre Aufsichtspflicht gegenüber freidrehenden Geheimdiensten komplett aufgegeben. Geheimdienste, deren Partner in England die Vernichtung von Festplatten ungeniert und offen fordern, sind eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Geheimdienste, die wie gerade eben geleakt, ein riesiges Botnetz infizierter Rechner für eigene Cyberkriegsführung betreiben, die Trojaner auf 10.000 Computern in Europa installiert haben, um Infrastrukturen auszuspähen und gegebenenfalls sogar zu beschädigen. Damit kann die NSA auch jede noch so perfide Lüge legitimieren. Beweise können gefälscht und auf fremde Festplatten hinterlegt werden. Staaten damit an den internationalen Pranger gestellt werden und Kriegseinsätze gerechtfertigt werden. Wir sagen Nein! Unsere Geheimdienste sind nicht weniger intransparent. Wir wissen bis heute nicht, was Scholz nach seiner 2008er Begeisterung
Tatort zu Besuch im Bundesverwaltungsamt in Köln hat einrichten lassen. Auf der anderen Seite ordnet unser Innenminister die Schwärzung von Passagen des NSU-Berichts zu den Verfehlungen der deutschen Geheimdienste an. Seine unheilvolle Erklärung, damit den Staat zu schützen, weckt alle meine Vermutung einer kriminellen Verbindung von Geheimdienstmitarbeitern und den feigen NSU-Mördern. Es beschäftigt sich doch ein weiteres Mal. Geheimdienste sind die größte Gefahr für den inneren Frieden und unsere Demokratie nach dem Kalten Krieg. Sie gehören endgültig offengelegt und ausgetrocknet. Das geht vergleichsweise einfach, indem man einfach den Geldhahn zudreht. Unsere Zivilgesellschaft und ihre Bürger sind heute transparent. Wenn die Regierung hinter verschlossenen Türen nach eigenem Gusto ausspäht und das Grundgesetz mit Füßen tritt. Doch was können wir jetzt tun? Natürlich können wir lernen, unsere Kommunikation zu verschlüsseln, Open Source und offene Betriebssysteme verwenden. Notwehr gegen Überwachung bedeutet auch unsere Macht als Konsumenten zu nutzen. Wir können protestieren wie heute hier und wachsam sein. Die große Frage lautet aber, warum müssen wir eigentlich den digitalen Freiheitsraum, der uns allen gehört, vor dem Missbrauch verteidigen? Es wäre der Job unserer Regierung, uns vor dem Terrorismus und der organisierten Kriminalität der Geheimdienste zu schützen. Umfassender Datenschutz, das Recht auf Anonymität und die Ächtung von Überwachungstechnologie ist im digitalen Zeitalter das wichtigste Pfand der Freiheit. Und das fängt bereits im Kleinen an. Wir müssen die Unterhaltungsindustrie demaskieren, die mit Störerhaftung, Abmahnung, Trojanern und zukünftigen Warnmodellen überwachen lässt und es Schutz des geistigen Eigentums nennt. Wir müssen uns auch weiterhin gegen europäische Überwachung, die Vorratsdatenspeicherung und nationale Gefahren wie die Bestandsdatenauskunft wehren. Jeden Tag, immer wieder. Doch während wir so fassungslos jeden Tag mehr Einzelheiten dieser Überwachung erfahren, während wir mit Entrüstung feststellen, dass Geheimdienste sogar unsere Rechner, Festplatten und Router mit Schadsoftware infizieren, während sich die Welt die Augen reibt, weil sogar ein Russland Snowden mehr Sicherheit bietet als die USA, passiert im Hintergrund Furchtbares. Denn die Handelsverbände und Regierungen der USA und Europas handeln gerade unter Hochdruck ein neues, heimliches Handelsabkommen aus. Niemand außer den Regierungsvertretern kennt die genauen Details. Die gängigen Leaks hingegen beweisen, dass das neue Freihandelsabkommen TAFTA TTIP nichts anderes ist als ein weiteres ACTA durch die Hintertür. Das Interesse der Gesellschaft durchgesetzt. Dabei spielt die Überwachung des Internets die zentrale Rolle. Mit TAFTA werden den Bürgern Europas noch mehr Rechte genommen und große Konzerne drücken ihre rein wirtschaftlichen Interessen für Genfuden, zum Beispiel auf Chlorhühnchen, Hormonmehl, für Medikamente und für Leistungs- und Auswertungsrechte mit aller Macht durch. Mit TAFTA wird die Überwachung noch tiefgreifender legitimiert. Deswegen sendet mit uns eine klare Absage an die Regierung, deren Empörung über Überwachung nur die halbe Wahrheit ist, denn sie lässt ständig selbst überwachen. Wehrt euch, bevor die Geheimdienste euch besser kennen als eure Freunde. Wehrt euch gegen das Freihandelsabkommen. Wehrt euch gegen den Überwachungsstaat und gegen alle eure Freunde. Nehmt sie mit auf die Freiheit statt Angst, Kundgebung. Denn das ist die letzte Chance, um der Regierung